Ja, moin, ich bin Thilo, bin freiberuflicher Schlagzeuglehrer, Schlagzeuger und Live- und Studiomusiker. Wie sieht die Unterrichtsstunde bei mir in der Corona-Zeit jetzt aus? Nicht viele Schüler haben Schlagzeug zu Hause und deswegen machen wir da ganz viele Pad-Übungen. Ja, hi Tim, schön, dass du wieder am Bildschirm bist. Ich habe mal Routinen aufgestellt. Kannst du das einmal ausprobieren? Ich spiele dir das jetzt einmal vor. Was hat mich dazu begeistert, zu unterrichten? Ich habe mal vor Jahren einer Therapiegruppe eine Schlagzeugstunde gegeben. Und da habe ich meine ganze Energie in diese Stunde reingesteckt. Und ich weiß nur noch, dass eine Teilnehmerin zu mir sagte, ich habe eine wunderbare Art, Menschen etwas beizubringen. Und das war eigentlich der Schlüsselpunkt, den ich so in meinem Kopf trage. Ich finde soziale Medien ziemlich gut. Für mich sind sie aber nur, um meine Projekte zu zeigen, meine Musikschule und eigentlich meine Arbeit. Das private Leben spielt bei diesen Social-Media-Kanälen für mich überhaupt gar keine Rolle. Es wird vieles zugänglich gemacht und durch diesen Überschuss an Informationen gerate ich manchmal so ein bisschen in Frustration und verliere auch den Fokus. Ich spiele in einer Band. Ich habe genau drei Projekte. Ein sogenanntes Coverprojekt. Dann habe ich ein Multivocal-Chor, wo ich in der vierköpfigen Begleitband bin. Und dann momentan das Tramper-Projekt. Wir machen Livestreams über Instagram, Facebook und auch über YouTube. Jetzt momentan machen wir über die Twitch-Plattform einen Livestream. Also Twitch ist eigentlich ein Livestreaming-Videoportal, das eigentlich vorwiegend zur Übertragung von Videospielen genutzt wird. Um so einen Stream zu fahren, müssen wir natürlich auch unsere Instrumente aufbauen. Das bedeutet, wir gehen jetzt im Moment auf das Akustikschlagzeug und haben da eine Aufnahmetechnik oder beziehungsweise Streamtechnik nur mit vier Mikrofonen. Da wir unser Album beendet haben, wollen wir das natürlich auch den Leuten zeigen und so sind wir natürlich auch beide angehalten, um diese Livestreams zu zweit zu machen. Wir haben in der letzten Zeit unser Streaming-Set relativ optimiert, was den Ton angeht und was auch das Bild angeht. Ich sehe immer, dass wir auch schon in anderen Streams mit angekündigt worden sind, sodass man neue Follower im Prinzip auch hat. Ja, herzlich willkommen hier beim Livestream von Tramper. Also es ist sehr viel Aufwand, das ist es uns aber auf jeden Fall wert, weil im Moment haben wir ja gar nicht die Möglichkeit, live zu spielen. Und wenn wir im Chat lesen, super cooler Song, würde ich gerne nochmal hören, dann geht mein Herz auf. Ich sehe dich, siehst du mich auch? Wir teilen diese Erde, stehen Seite an Seite auf. Aber nach links, nach rechts, links, nach rechts, siehst du die Menschen, die da stehen? Ja, wir teilen dieses Leben, schau nach links, nach rechts, links, nach rechts, wir mögen jemanden den Namen, jetzt erst recht, schau mal nach links, nach rechts. Hallo ihr Lieben, ich schaue gerade den Stream von Tramper und Tilo. Richtig nice, also schaut vorbei. Mega gut. Einfach mal abstreiten und in der Crowd schweben, draufheben. Kannst nimmer bloß Regen aufgehen, die Gitter aufbiegen und einfach aufsehen.